Ja, wir haben die Kündigung eben für die Wohnung bekommen. Das Haus wurde verkauft an eine Investmentfirma und die hat erst einmal alle dann praktisch nach ein paar Monaten gleich gekündigt. Mit der Begründung eben, sie wollen das sanieren und dass das halt ganz schön kostspielig ist und dass das dann im Endeffekt teurer vermieten wollen. Also, dass das halt, also die müssen ja dann auch ihren Gewinn machen. Und dann haben wir halt eben die Kündigung bekommen und eigentlich vorher schon, wo wir gewusst haben, dass es das verkauft worden ist, haben wir angefangen zu suchen und also intensiv zu suchen auf sämtlichen Internetportalen und Zeitungen und hin und her und keine Ahnung. Ja, also Alia ist mehrfach schwerstbehindert. Alia ist schwer sehbehindert, taub, nicht sprechend, versteht auch die Sprache nicht. Wir kommunizieren über Bildkarten, also Metacom und teilweise Gebärden. Sie ist sehr aktiv, also manchmal sehr schwierig. Sie ist sehr laut in der Nacht meistens, schreit sie immer auf und das ist halt der Autismus, der durchschlägt und sie ist halt Autistin und klopft auch wahnsinnig viel und autoaggressiv. Sie verträgt halt Veränderungen sehr schwer. Das muss bei ihr immer alles langsam ablaufen und langsam erfolgen. Und ja, sie merkt heute halt jede kleinste Gefühlsregung von mir und reagiert heute halt darauf dementsprechend. Es wäre super, wenn die behindertengerecht wäre, klar. Gut, mittlerweile haben wir auch gelernt, mit nicht behindertengerecht zurechtzukommen irgendwie. Weil, wie gesagt, man findet ja alternativ einfach nichts. Und man wird halt als alleinerziehend ist schon schwer und dann nur noch natürlich mit einem behinderten Kind. Also man wird wirklich wie ein Aussätziger behandelt. Also definitiv von Vermietern, von Immobilienfirmen, von was weiß ich und hin und her. Also da, wenn wirklich, wenn jemand hört, behindertes Kind, dann war's das. Also das Optimale wäre natürlich wirklich, wenn man ihr wieder einen Snuselraum einrichten könnte. Und dann ist halt einfach ein kleines Wohnzimmer, ein großes Wohnzimmer muss es gar nicht sein. Es kann ein kleines Wohnzimmer sein und Schlafzimmer, dass ich halt einfach einen Raum für mich habe, weil das ist in der Rundumbetreuung ist das einfach, wenn man dann einfach einmal abschalten kann und hin und her, das, man braucht das einfach. Und eben ein normales Zimmer, wo sie sich austoben kann, weil sie halt irgendwo mit ihrer Energie hin muss, genauso wie da. Ich habe halt wahnsinnig viele Sachen wie Rollbrett, Trampolin, Basketballkorb, den Fitnesslaufdingsbums. Also sie braucht halt einfach diese, man muss sie halt ein bisschen in Bewegung halten, weil dann sind auch die Aggressionen einfach kleiner. Und genau, und also es muss halt genügend Platz einfach sein, damit sie austoben kann, weil sonst dreht es mal komplett durch.